Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu Adobe Live vom Sofa. Heute haben wir was ganz, ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte es kaum erwarten, dass der Stream endlich startet. Wir haben nämlich Florian Schommer heute für euch zu Gast. Florian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Ich muss ehrlich sagen, ich bin durch dein Portfolio gescrollt und ich bin vollkommen verliebt mit deiner Arbeit. Es ist wirklich, ich bin wirklich begeistert von dem, was du machst. Vielen Dank. Für euch im Chat, ihr dürft auf was ganz Cooles euch schon freuen. Ich sag mal kurz Hallo an alle, die da sind. Das sind wieder die ganzen üblichen Verdächtigen. Hallo Tamara, die war als allererste hier. Der Teamster ist wieder da. Grüß dich. Rufus ist im Chat. Sean ist da. Hi Sean. Andreas und Kerstin ist da. Barbara, guten Morgen Barbara. Und oh ja, Uli ist da. Tim ist natürlich da, Marcel ist da. Hallo an euch alle. Wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwas interessiert, schreibt das gerne in den Chat. Ich leite das sofort an den Florian weiter. Ansonsten, Florian, würde ich dich jetzt einfach mal bitten, uns zu erzählen, wer du bist und uns Einblick zu verschaffen in dein kreatives Genie. Ja, alles klar. Dann starten wir mal. Erstmal vielen Dank an alle Leute, die hier zuhören. Mein erster Livestream. Ich hatte irgendwie schon ein paar Vorträge, aber jetzt sind wir jetzt hier, ne? Und naja, es ist irgendwie ganz witzig, fühlt sich ein bisschen anders an, weil man sieht halt keine Leute, aber ich versuche jetzt einfach das Beste draus zu machen. Mein Name ist Florian Schommer, ich wohne in Berlin und bin freischaffender Artdirektor mit Fokus auf Illustration. Also ich träume mich ein bisschen davor, mich Illustrator zu nennen, weil ich halt Projekte habe, die quasi illustrativ gelöst sind, aber ich versuche halt jedes Mal von jedem Projekt so ein bisschen das auf den Kunden anzupassen und nicht halt meinen Stil die ganze Zeit durchzuhauen, sondern halt einfach irgendwie immer wieder so ein Stück weit was Neues zu erfinden für mich selber. Natürlich ist da immer so ein roter Faden dabei, aber vor allem ein sehr interessanter roter Faden, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein roter Faden dabei, aber es ist variiert halt immer mal. So im Hintergrund laufen schon ein paar Arbeiten ab, die ich gemacht habe. Super cool. Und springen wir aber mal ein bisschen in meinen Werdegang, wie ich überhaupt zu Design gekommen bin. Und weil das halt relativ wichtig ist, um halt auch irgendwie so den Background so ein bisschen zu verstehen. Mhm. Und zwar komme ich aus einer Kleinstadt namens Wegberg, das ist an der holländischen Grenze, direkt bei Mönchengladbach und Düsseldorf. Mhm. Und war, wie es sich gehört, extrem schlecht in der Schule und ein ziemlich schüchternes Kind. Also ich saß im Endeffekt die ganze Zeit nur sabbernd in der letzten Reihe und habe die Tische voll gemalt. Und das war eigentlich irgendwie so das Einzige, was mich interessiert hat. Das Ding war so ein bisschen, dass alles um mich herum war so ein bisschen Karneval, Fußballverein, Ausbildung machen, also dieses ganze traditionelle Leben, was halt einem irgendwie im Land irgendwie so vorgelebt wird. Und ich habe halt immer schon gemerkt, ey, das interessiert mich einfach nicht so. Und ich habe einfach irgendwie kein Interesse gehabt als Kind so. Und das erste Mal, dass ich überhaupt mich für irgendwas interessiert habe, bin ich halt zum Basketball gekommen und zum Hip-Hop. So, also es ging so ein bisschen Hand in Hand, weil es da auch irgendwie eine große Connection gibt und war halt dann quasi auch großer Fan von diesem ganzen End-90er Basketball-Ding, wie gerade auch Last Dance halt gut thematisiert mit den Chicago Bulls. Die Hast du auch selber gespielt oder nur zugeschaut? Ich habe selber gespielt auch, ja. Mhm. Und habe darüber halt auch ein paar Leute dann kennengelernt, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, hier ist gerade irgendwas, was mich halt interessiert. Und habe mich aber auch schon damals, ich habe halt damals schon gemerkt, dass ich mich halt schon für die Gestaltung innerhalb dieser Welt halt interessiert habe. Also es gab halt Plattencover, die mich interessiert haben. Oder auch halt Logos von Basketballmannschaften. Ja, genau. Und das war so damals so meine Welt. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich, naja, ich bin halt irgendwie ein weißes Mittelstandskind aus der Pampa in Deutschland. Und habe halt gemerkt, dass das nicht so richtig, also textlich auf jeden Fall nicht so mit meiner Welt übereinschneidet. Und ich habe das halt für mich behalten so, weil es für mich halt immer noch wichtig ist. Aber ich habe mich so ein bisschen weiterentwickelt, habe halt irgendwie die Augen aufgemacht, was links und rechts, was gibt es da irgendwie noch sowas Ähnliches. Und bin dann halt über Skaten an Hardcore und Punk gekommen. So. Und das geht halt auch alles ein bisschen Hand in Hand. Und was ich daran irgendwie faszinierend fand, war halt einfach dieses
Also wenn man in einer Punkband spielt und man eine Platte rausbringt und keiner von den Leuten ist in der Lage, das Instrument zu spielen oder überhaupt einen Plattencover zu gestalten, aber die kriegen es trotzdem hin, was Wertiges zu machen, was halt eine gewisse Ehrlichkeit in sich trägt. Was eine halt, Authentizität vor allem, ja genau. Genau, was halt dich direkt packt, in einen Bann zieht. So. Und das war halt einfach eine Szene, ein Sammelbecken für Leute, die sich nicht zugehörig fühlen, für Leute, die halt vielleicht auch irgendwie ein Stück weit von außen stehen gesagt bekommen, ihr könnt nichts. Und das war halt so ein Becken, ein Sammelbecken für Kreative. So. Und das war halt alles sehr Kraft so und hatte natürlich auch immer so ein bisschen Ecken und Kanten. Man musste nicht immer alles gut finden, was da passiert, so, aber es war wirklich eine große Inspirationsquelle für mich, auch dieses Skaten, also immer im Skatepark abhängen, CDs tauschen, Platten tauschen und irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, ich entwickle halt so eine gewisse, naja, so einen gewissen Mut, den ich halt nie hatte. Und habe gesagt, naja, ey, wenn die eine Band spielen können, so, also wenn die drei Akkorde spielen und singen und auf Tour gehen können, dann können wir das wahrscheinlich auch. Und dann haben wir halt selber eine Band gegründet im Jahr 2002 und sind dann halt relativ schnell auf Tour gegangen. Also wo wir halt gemerkt haben, okay, jetzt spielen wir in Deutschland Touren, okay, jetzt spielen wir in Europa Touren. Und dann ging es halt nach Asien, nach Afrika, nach Australien. Welches Instrument kannst du dann nicht spielen? Gar keins. Also ich habe als Bassist angefangen, aber also wie eben schon gesagt, man muss kein Instrument können. Ich habe halt einfach auswendig gelernt, welche Saiten ich runterdrücken muss. Bin dann auch relativ schnell Sänger geworden, weil im Endeffekt habe ich gesagt, ey Jungs, ihr könnt alle Instrumente spielen. Wäre es nicht irgendwie eine gute Idee, jemanden als Bassisten einzustellen, der wirklich auch ein Instrument spielen kann. Und, wie hieß denn deine Band? AYS. Wofür steht das? Wir haben uns 2002 gegründet und eigentlich hieß es Against Your Society, aber der Name wurde dann irgendwann so stumm, dass wir gesagt haben, okay, es ist uns unangenehm, wir nehmen nur noch die Kurzform. Ja. Wir wollten uns eigentlich umbenennen, aber wir hatten so viele T-Shirts irgendwie auf Lager noch so. Das wäre für einen 17-Jährigen ein absoluter Ruin gewesen. Dementsprechend haben wir gesagt, so, ey komm, ey, lass einfach die Shortform nehmen. Und dann machen wir weiter, weil der Name ist eh scheißegal. Und ich habe aber damals halt schon in der Band halt irgendwie gemerkt, dass jeder hat seinen Job gehabt so ein bisschen. Also der eine hat halt irgendwie geguckt, dass die Gage reinkommt. Der eine hat geguckt, dass wie die Songs geschrieben werden. Und mein Part war so ein bisschen, naja, Gestaltung halt, weil ich mich damals auch schon dafür interessiert habe. Und wie alt warst du da so ungefähr? Oh, ich glaube so 17. Also warst du noch in der Schule? Ja, genau. Ja, also mit 17 habe ich gemerkt, dass Gestaltung mich interessiert. Die Band gibt es seitdem ich, glaube ich, 15 bin oder so. Und ich hatte letztens die Diskussion mit einem Kumpel, der halt irgendwie gefragt hat, weil ich halt so beides so ein bisschen so annähernd vergleichen kann. Was ich lieber wäre, Künstler oder Musiker? Und ich hatte ihm gesagt, naja, auf jeden Fall Künstler. Und er meinte, aber überleg mal, du hast wahrscheinlich noch nie Gänsehaut, wenn du ein Bild gesehen hast. Aber du hast halt schon regelmäßig Gänsehaut, wenn du Musik hörst. So. Das stimmt auf jeden Fall. Da würde ich nicht zustimmen, aber okay. Nee, also ich hatte noch nie Gänsehaut, wenn ich irgendwie eine Ausstellung sehe oder ich habe bei Architektur habe ich Gänsehaut und bei Musik habe ich Gänsehaut, aber bei Bildern, da fehlt mir meistens irgendwas noch ein bisschen, auch wenn ich liebe Bilder, aber naja, aber das Ding war, im Nachhinein muss ich ihm halt auch Unrecht geben, weil das erste Mal, als ich eine Illustration von Raymond Pettibon gesehen habe, das ist ein Illustrator, der in den 80er Jahren, also der Bruder von der Band Black Flag, der saß halt immer mit dem Bus und hat halt Flyer gemalt und jetzt mittlerweile auch ziemlich bekannter Künstler. Als ich das erste Mal was von ihm in den Händen hatte, hatte ich Gänsehaut, weil es mir, das war spitz wie ein Messer, das war irgendwie gefühlt, hat es so ein Unbehagen in mir halt geweckt, aber halt auf so einer, also so eine emotionale Basis und ich hatte halt Gänsehaut und das war halt auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, das hat so eine Brachialität in sich, so ich will halt auch Illustrator werden.
bin dann halt irgendwann halt auch mit der Band, ich interessiere mich für Design und wir gehen weiter auf Tour und dann habe ich halt irgendwann eine klassische Ausbildung als gestaltungstechnischer Assistent in Mönchengladbach gemacht und bin dann irgendwann hier gelandet. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich erkennen, das ist der alte Eingang der FH Düsseldorf. Und als ich da studiert habe, war es halt so, dass ich habe halt immer irgendwie Illustration als Hobby gesehen, aber dachte mir, naja, aber damit wird es halt richtig schwierig, irgendwie Geld zu verdienen. Deswegen studiere mal lieber halt auch so ein bisschen Kommunikationsdesign und Editorial Design mitnehmen, Fotografie mitnehmen, alles Mögliche. Und ich habe mich natürlich auch für Typografie und alles interessiert und halt auch irgendwie für Illustrationen, die kommerzieller sind, als was wir jetzt gerade eben gesehen haben. Also ich war jetzt nicht nur in dieser Punkwelt drin, sondern habe mir halt auch alles andere angeschaut. So. Und naja, ich habe den Abschluss da gemacht und das Gute war, dass das in der FH Düsseldorf war alles sehr, sehr offen gestaltet. Also man konnte in eigentlich jedem Kurs halt alles machen, was man wollte. Und es gab auch keine Anwesenheitspflicht so richtig. Mhm. Also, und ich hatte halt auch oft den Deal mit Professoren, dass ich irgendwie auf Tour gehen kann und halt dann am Ende des Semesters irgendwie Arbeiten abgeben kann. Und die meinten, nee, nimm das mit, solange es geht sonst. Das war sehr gut für mich. So. Das ist eine sehr gute Einstellung, coole Professoren. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass denen allen alles so ein bisschen egal war. Deswegen, also ich würde denen das noch nicht mal so richtig anrechnen, sondern ich glaube, das war einfach so, naja, uns egal. Whatever. Übrigens sagt Pia, die Covers sind klasse. Ja, kam mir auf jeden Fall zugute. So. Und weil ich halt einfach kommen und gehen konnte, wann ich wollte. Und nach meiner Zeit an der FH Düsseldorf bin ich nach Hamburg gegangen. Und jetzt steigen wir so ein bisschen in meine ersten Arbeiten rein. Also ich habe das alles so, wir fangen jetzt erstmal mit den früheren Arbeiten an. Das habe ich vor 5 Jahren oder so habe ich die Illustrationsreihe gemacht. Das war für eine Designagentur aus Hamburg, Deep Blue Networks. Und das Konzept war halt einfach so, Gebäude zu illustrieren, die so ein bisschen aussehen wie das Gebäude der Agentur, aber dann halt so als Buchstabe mit dem Namen. Und das Ganze wurde als so Recruiting-Kampagne genommen, um halt so junge Talente anzuwerben. Und innerhalb der Häuser waren halt noch so kleine Charaktere illustriert, die so kleine weirde Geschichten irgendwie erzählt haben. Und das ganze Innenleben der Agentur wurde dann so ein bisschen erklärt. Und um das ganze Agenturleben jungen Leuten schmackhaft zu machen. So. Und das kam dann auch ganz gut an, wurde auf Behance gefeatured und relativ viel geklickt und hat dann auch ein paar Awards gewonnen. Und ich habe dann irgendwann den Job gekündigt und habe das Kollektiv Kiosk gegründet mit drei weiteren Freunden, Lynn Dormann, Patrick, Maria Tarsan, Lukas Zabek. Mhm. Und in der Zeit haben wir relativ viel für den Spiegel gearbeitet. Und das ist ein Auszug aus einer Kolumne, die wir gemacht haben für Spiegel Wissen. Das Ganze ging so ein bisschen um Leuten, die nicht wissen, was ein Smart Home ist, es so ein bisschen zu erklären, also so Gimmicks zu erklären. Und dadurch wollten wir das halt auch so ein bisschen naiv illustrieren, so ein bisschen kindlich, super, super reduziert. Auf der linken Seite sehen wir so den Aufmacher der Kolumne, wo sich halt so dieses Handy öffnet und halt einfach diesen Sprung vom Digitalen zum eigentlichen Zuhause. Smart Home. Ja. Genau. Coole Idee. Oh. Und auf der rechten Seite Alexa. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel so einen Haushalt, der irgendwie illustriert worden ist, dann so ein paar Gadgets. War es auch so ein bisschen kritisch betrachtet? Weil ich glaube, da oben hängt eine Kamera, oder? Ja, das war aber nicht kritisch gemeint. CCTV. Nee, das war so ein bisschen, man kann auch Kameras zu Hause haben und das dann irgendwie von zu Hause steuern. So. Mhm. Aber der Haushalt war dann so illustriert und im Nachhinein waren halt auch so kleine Nummern an den ganzen Gadgets, die jetzt so ein bisschen erklärt haben. So. Hier sehen wir nochmal irgendwie so die Zusammenfassung der Seiten, wie der Text, ich habe das so ein bisschen illustriert, wie der Text dann aufgelaufen ist. Also es gab eine ganze Reihe von Illustrationen. Auch schön präsentiert, oh ja. Dankeschön.
Ja, bleiben wir in der Editorial-Welt, also Magazine. Hier ist was gewesen, was ich für die Süddeutsche gemacht habe. Auf der linken Seite ist, ist eine Illustration, die auf einer Doppelseite war, in der Süddeutschen damals zur WM in Russland. Und das Konzept war einfach so, ey, yo, nehmen wir einfach die Topstars jetzt mal und macht da halt so ein kommunistisches Propaganda-Poster draus. Mhm. Und in der Mitte ging halt quasi so eine Selbst-, also so eine Tabelle, die man so selbst eintragen konnte, wo man Ergebnisse eintragen konnte und ja, sich das Ding dann halt an die Wand heften konnte. Und auf der rechten Seite ist es so ein bisschen Eigeninitiative dann im Nachhinein von mir gemacht worden, weil Frankreich Weltmeister geworden ist. Und das habe ich dann so im Nachgang so ein bisschen gemacht. Eine starke Arbeit. Social. Vielen Dank. Wie hast du denn, darf ich mal kurz nachfragen, ja, die Fotos von den Fußballern, Jogi Löw zum Beispiel auch, wie hast du die denn bearbeitet? Sind die komplett gemalt oder sind das Fotos? Das ist komplett illustriert, ja, ja. Ich habe halt immer wow, halt so zwei, drei Fotos als Referenz genommen und dann halt illustriert, so mit einem Pinsel, der so ziemlich körnig ist. Aha. Und die ganzen Porträts sind eigentlich auch nur mit drei Farben gemacht. Also es ist halt so ein dunkles Braun, ein bisschen helleres und ein Beige. Mhm. Und ja, das ist halt super reduziert. So großartig. Farben, ja. Ja. Dankeschön. Und dadurch bekommt es halt auch so einen gewissen Retro-Charakter, den man halt auch in so alten Postern auch so ein bisschen hat. Und dahinter ist das der Kreml, oder? Genau, das ist der Kreml. Und da sind wir auch schon mal, als wir mit der Band in Russland gespielt haben, sind wir auch schon mal aus dem Kreml rausgeflogen, weil wir durch den Hintereingang reinschleichen wollten. Wow. Aber nur so. So, das sind zwei Illustrationen, die ich für die Absolventa gemacht habe. Hey, halt warte mal, die Pia fragt noch, wie lange hast du denn für die Illo gerade gebraucht? Für die habe ich circa, sagt sie. Ich glaube, so am Stück 4 Tage. Ja, wow, okay. Ja, ja, ungefähr. Helmut sagt, ich finde, das sieht alles super aus, was der Foda so macht. Vielen Dank. Oh ja, der Chat ist begeistert von deinen Arbeiten, absolut. Komm. Sehr besonderer eigener Stil und echt gut, sagt Andrea. Danke, danke. So, und hier sind zwei Illustrationen, die kamen aus Cover von Magazin, was die Absolventa rausgebracht hat. Es ging so ein bisschen um, also für Studenten, die halt so auf Orientierung sind, dementsprechend so zwei Charaktere, Frau und Mann, um es halt auch irgendwie genderkorrekt dann irgendwie alles zu machen und dann bewegt sich halt so eine Welt um die Person rum, so wo man halt irgendwie landen könnte und was man machen könnte und pipapo. Das ist halt so dann alles so ein bisschen reduzierter, was ich auch gerne mache, also es ist halt, ich springe halt gerne hin und her, so zwischen aufwendigen Illustrationen, die halt sehr plastisch sind und ausgearbeitet, aber ich mag halt auch so das Reduzierte. Es ist halt einfach cool, dass du das beides kannst auch. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist auch wahnsinnig gut. Ja. Hier sind zwei Illustrationen für Cincinnati Magazine. Das ist eine Kolumne, die darüber ging, dass Krankenhäuser in den USA halt viel Geld einsparen. Also an Personal wird gespart, Billigmedikamente werden gekauft. Und auf der rechten Seite sehen wir halt dieses, das basiert ja auf diesem traditionellen Medizin-Logo mit den beiden Schlangen. Und hier ist dann zum Beispiel eine Schlange so ausgeschnitten oder als Geisterschlange und wird halt ins Dollarzeichen auf die linke Seite gesetzt. Ja, so. Super cool. Danke. Bin echt beeindruckt, sagt Wavy Weezer und Andreas sagt klasse. Meine Mama ist im Chat, sie sagt eine bemerkenswerter Werdegang und Hammerarbeiten. Ja, vielen Dank. So, hier haben wir auch zwei ältere Arbeiten, die ich gemacht habe. Auf der linken Seite war das Cover für das Computer Arts Magazine, was halt auch irgendwie so ein bisschen daher kam, dass das kreative Haus, also diese Buchstaben für die Agentur, die ich gemacht habe, wurden halt auch Behance gefeatured. Darüber sind sie dann halt auf mich zugekommen und meinten, ey, willst du das Cover nicht machen? Und das war ging sich so ein bisschen um Promote Yourself, wie junge Gestalter sich irgendwie in der Öffentlichkeit positionieren können, um aufzufallen. Und das war halt dieser Gedanke, hey, das ist so ein großes Zeichen auf dem Haus, promote yourself und die ganzen Kids versuchen da irgendwie hochzuklettern und so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Und auf der rechten Seite ist das Cover für The Guide, das ist so ein
so ein Nebenmagazin vom Guardian. Damals hatte The Get Out, der Film, den Oscar gewonnen und ja, basierend darauf habe ich eine Illustration gemacht. Das ist cool, das ist wie so ein bisschen so Kupferstich. Genau, ja, das war auch so, das war so ein bisschen der Hintergrund davon. Wow. Und was mir auch aufgefallen ist bei deinen Arbeiten, dass du richtig gut mit verschiedenen Perspektiven arbeitest. Du hattest da am Anfang diese Buchstaben, diese Font war so isometrisch, richtig? Und dann hast du diese Einpunktperspektive in deinem Spiegelmagazin und hier ist wieder Zweipunkt. Also du bist da auch richtig variabel und kannst das alles super gut anwenden. Ja, ich weiß auch nicht, perspektivisches Zeichen war so das Einzige, was ich immer irgendwie so ein bisschen konnte, auch in der Schule. Ein bisschen? Schon so als, du bist da richtig gut darin. Wenn es halt realistisch wird, dann wird es echt schwierig so. Also, aber ja, vielen Dank auf jeden Fall. Dr. Jacqueline Heidt sagt auch, Good morning, boys and girls, Wahnsinnsarbeiten. Und Ruth sagt, ich wollte eigentlich nur zuhören, ist aber bei den krassen Arbeiten gar nicht möglich. Aha. Du fesselst gerade alle an den Bildschirm. So, gehen wir mal das nächste Projekt. Das war jetzt mal ein Projekt, wo ich halt relativ wenig illustriert habe. Das war das vorletzte Album von Kessler, Lang lebe der Tod. Der Plan war halt schon voraus, es super reduziert zu machen alles. Der Titel stand und dementsprechend sollte alles bedrohlich sein, reduziert. Und das hier ist jetzt die Box. Hier war der Stacheldraht halt geprägt. Kessler und Lang lebe der Tod ist so als Sticker da drauf. Hier und sehen wir so ein bisschen das Innenleben davon. Hast du die Schrift gemacht oder auch den Stacheldraht? Genau, also das die gebrochene Schrift, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf, die habe ich gemacht. Das ist ein kompletter Schriftschnitt gewesen. Wow. Hier oben links die Poster in der Anwendung, unten rechts war der Banner, was auch wirklich brachial wirkte live. Mhm. So, wenn man halt so einen 18 Meter breiten Stachelband Banner vor sich hängen hat, wo einfach nichts draufsteht. Mhm. Hier sind zwei Illustrationen, die ich im Rahmen dessen gemacht habe, die dann so für Merch verwendet worden sind. Und ich glaube, bei den Release-Shows standen die links und rechts auch als so Bühnenwimpel auf der Bühne, weil es hatte so ein bisschen die Anleihe an so Sterbekränze, die halt so dann Wimpel noch drum haben. Manchmal sind da so kleine Illustrationen drauf oder halt so Sprüche. Und das war so ein bisschen die Anleihe dazu. Und ja, um auf die Schrift mal zurückzukommen. Ich habe ja, wie eben schon gesagt, ich habe mich auch immer schon irgendwie für Typografie interessiert. So ist zwar nicht so mein Hauptgebiet, aber ich finde, das ist halt irgendwie auch ein super interessantes Feld so. Und ich bin auch dankbar dafür, weil mich da so ein bisschen mit auskennen, weil viele Illustratoren halt auch so ein bisschen Probleme mit Gestaltung haben. Also viele Illustratoren gehen wirklich nur Illustrationen. Ich habe mitbekommen, dass das so ein bisschen Know-how. Genau, so ein bisschen Know-how, wie das halt funktioniert, kann schon nicht schaden. Das hilft oft wirklich extrem. Das stimmt, dazu. Ich habe halt hier dann, das ist zwar für mich so eine relativ trockene Arbeit dann im Endeffekt gewesen, aber diesen ganzen Schriftschnitt gemacht, also das ganze Alphabet dann auch gemacht, nur Kleinbuchstaben. Tatsächlich, wow. Und da habe ich halt auch so ein bisschen draus profitiert, dass ich halt früher in dieser ganzen Punk-Szene drin war, wo ich halt, wo halt einfach, man konnte die Programme nicht, man druckt einfach aus, man scannt ein. Und ich habe den Schriftschnitt erstmal so als glatten Schriftzug gemacht in Vektoren und dann über einen kaputten Drucker ausgedruckt und so ein bisschen mit Schmirgelpapier bearbeitet und dann wieder eingescannt. Das ist eine geile Idee. Darüber kam halt dann halt auch so eine gewisse digitale Ästhetik, die du natürlich auch, analoge Ästhetik, die du natürlich auch digital machen kannst, aber du wirst, glaube ich, nie auf das Ergebnis kommen, weil Man sieht da schon noch einen Unterschied. So. Ja, sieht immer künstlich aus. Das da ist auf jeden Fall sehr analog. Und das haben wir, die ganze Schrift haben wir auch programmiert und an alle Veranstalter ausgespielt und an Fans, die dann selber so Schilder machen konnten oder Tourposter halt mit ihren Daten beschriften konnten. Und auf der rechten Seite sehen wir auch nochmal das Prinzip. Das ursprüngliche Logo ist von meinem Kollegen Hassan Haider, der halt früher die ganzen Cover auch gemacht hat für Kessler. Das erste oben rechts ist halt das Ursprungslogo. Ich habe es ein bisschen dicker gemacht und so die Winkel minimal verändert so. Mhm. Und dann durch meinen besagten kaputten Drucker gehauen. das Logo kam dann da unten raus. So. Man sieht halt schon so ein bisschen die Rasterpunkte und so. Die Anna-Maria sagt, die Schrift ist so gut mit Großbuchstaben. Danke. So, von da
sind wir jetzt wieder ein bisschen illustrativer geworden. Das sind auch zwei Plattencover. Also wir bewegen uns gerade. Ist das tatsächlich Platten. Vinyl oder CD? Das ist Vinyl, ja. Cool. Also ja, das rechte ist auf jeden Fall Vinyl. Links ist nur als Demo erschienen. Das war jetzt so Album, also so zwei Cover für die Leoniden. Das ist eine Band aus Kiel. Und das auf der linken Seite ist halt, wie gesagt, so das Demo, und das Konzept der Band war halt damals dieses Two-Piece-Signs, also diese Hand ist halt so ein bisschen dieser Band-Insider gewesen, und die wollten das halt erstmal so für die Anfangs-Releases halt so durchziehen und halt so, wir haben halt miteinander gesprochen und haben halt gesagt, naja, es wäre ganz witzig, das halt das Ganze so ein bisschen sektenmäßig aufzuziehen, also so ein bisschen kultmäßig, und das haben wir halt auf der linken Seite dann gemacht, so mit einem Tempel und Räucherstäbchen, die da rumstehen, und dann irgendwie alles super wie so ein Kirchenbild, halt schon so sehr symmetrisch aufgebaut, und diese Hand, die halt im Zentrum schwebt und halt diese Kette hat, wo dann halt der Albumtitel drin steht. Und das Ganze haben wir dann fürs richtige Album dann halt wieder mit aufgegriffen, die Hand. Und wir sind halt ungefähr in der Farbwelt geblieben. Aber man sieht halt dieses Hellblau von den Pflanzen links, ist halt so jetzt die Hauptfarbe. Also das Ding war, wir wollten jetzt halt einfach irgendwie was Helleres haben, weil es halt auch einfach mehr knallen sollte und halt mehr auffallen sollte. Und die Musik ist halt auch im Endeffekt nicht so düster gewesen. Und dementsprechend haben wir das dann halt so gemacht. Und das Album ist dann auch irgendwann rausgekommen. Und ja, das war für die Leoniden. Und die, ein weiteres Dr. Jekyll in Hyde fragt gerade, mit welchem Programm du vorzugsweise arbeitest. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Photoshop. Nur mit Photoshop? Das ist alles nur Photoshop? Alles nur Photoshop. Kein Illustrator? Kein Illustrator. Okay, also ich muss jetzt schon sagen, ich möchte, dass du unbedingt wiederkommst mit mehr Zeit und wir echt mal gucken können, wie du das machst, weil das ist einfach nur totaler Teaser. Das Ding ist so, also ich habe da nicht so richtige Techniken. Also ich mache halt 1000 Ebenen und knall halt alles über. Also es ist halt super chaotisch alles. Ja, aber das ist super faszinierend, das zu sehen. Der Chat guckt gerade aus, wie kann das denn sein? Ich will unbedingt mal sehen, wie Florian sowas macht, sagt Andrea. Und bitte nochmal, sagt Pia. Ich hab Illustrator, ich kann Illustrator auch, aber das fühlt sich für mich an, als würde man mir beide Hände absägen. So, das hätte ich niemals gedacht bei deiner Arbeit. Ja, das fragen auch viele und gucken auch viele Leute dann krumm, wenn ich sage, so, nee, Illustrator auf keinen Fall. Aber also ich kann Illustrator, wenn der Kunde es will. Das kommt ja auch öfters vor, so bei Logos oder gerade halt auch so, wenn man so Dosen designt oder sowas, dann geht das auch. Aber wenn es sich vermeiden lässt, dann lieber Photoshop so. Wow, okay, cool. Ja. Faszinierend. Helmut sagt auch, hätte ich nicht gedacht. Hier sind wir bei einem Cover für die Antilopengang, was dieses Jahr rausgekommen ist. Konzept war, also so der komplette Inhalt der Platte wurde halt quasi als Geisterbahn so dargestellt. Cool. Hauptmotiv ist natürlich der Antilopenkopf, in den der Wagen mit dem Pärchen reinfährt, und alles drumherum sind halt so Insider-Hints so auf die ganzen Texte, die auf der Platte so abgehen. Und so. Wie läuft das dann ab? Hörst du das alles an und hast dann deine Ideen? Oder? In der Regel treffe ich mich halt vorher mit den Musikern. Und dann brainstormen wir so ein paar Mal, und dann kriege ich meistens halt auch das Album in Rohversion zugeschickt. Cool. Und basierend darauf, also wir spielen uns dann die Bälle hin und her, und dann am Ende sägt man das dann mit dem Management nochmal ab, und dann ist es durch. Ja. Aber also es ist natürlich auch einfach sauschwer für Musiker zu arbeiten, weil es ist, wenn man, also Antilopengang war super entspannt, alles super cool, aber im Worst Case hat man halt vier oder fünf Musiker, die halt alle irgendwie was Unterschiedliches haben wollen, und jeder, also man kann sich halt untereinander schon nicht einigen, ne? Also es gibt halt Fälle, so, weil dann ist es so ein bisschen wie das Suchen nach der Nadel im Heuhaufen. Und den gemeinsamen Nenner vor allem. Genau. So, jetzt kommen wir langsam, nach der Musik kommt der Alkohol, und jetzt kommen wir so ein bisschen in den Bereich, den ich... Party. Ja, genau.
wo ich gerade irgendwie auch viel mache. Und ich habe das so mal ein bisschen chronologisch aufgebaut, damit ich halt auch irgendwie mal erzählen kann, dass es halt auch wichtig ist, mal, also ich weiß, dass es ein bisschen verpönt ist, aber das Projekt zum Beispiel ist von einem Freund gewesen, der vor einigen Jahren einen Abschluss als Braumeister gemacht hat. Mhm. Und er hatte mich gefragt, ob ich irgendwie Etikett für ihn machen kann. Er hat natürlich kein Geld, weil Braumeister kostet halt auch viel. Und ich meinte, okay, ey, ich mach dir heute Abend eins, weil wir Buddy sind. Und aber dafür mache ich, was ich will. Und habe dann halt was für mein Portfolio, weil ich damals zu dem Zeitpunkt noch kein großes Portfolio hatte. Und es war halt so einfach so, die eine Hand wäscht die andere. Cooler Deal. Und das habe ich dann, mich hat es nicht viel gekostet. Im Endeffekt habe ich das innerhalb von, ich glaube, das habe ich in 3 Stunden gemacht. Und okay, Hut ab. Dann das dann auch irgendwann, das kam halt so gut an, dass er dann auch irgendwann danach eine Brauerei gestartet hat und mich gefragt hat, ob ich das jetzt wieder machen kann. Dann war es natürlich dann auch bezahlt. Und das war die Brauerei Hensen, was halt so ein bisschen, wo ich halt eben meinte, man schießt sich so ein bisschen auf den Markt ein oder auf den Kunden ein. Man muss halt wissen, also Brauerei Hensen kommen aus Mönchengladbach und ich kenne die Zielgruppe, ich komme selber von da und ich weiß, es ist halt, wäre schön, wenn man halt ein bisschen jüngere Leute anspricht, aber man darf auf jeden Fall ältere Leute und die ganzen traditionellen Leute nicht außen vor lassen, weil sonst hat man auf jeden Fall ein Problem. Also, und dementsprechend haben wir was gestaltet, was so eine neue Interpretation von einem traditionellen Etikett ist. Hier sehen wir halt so die Hausmarken, also Pilz und Alt. Das sind so das Hauptgeschäft, aber hinzu haben sie auch so Craft Beer gemacht und hier sehen wir auch mal die Etiketten. Cool. Ich kann nicht glauben, dass das alles Photoshop ist. Das bricht mir echt das Gehirn. Ja, ja, hier ist so die Craft Beer Serie. Da gibt es noch irgendwie 4, 5 weitere Etiketten. Der Rahmen basiert quasi auf dem Etikett, was wir da vorgesehen haben. Also hier sieht man es auch irgendwie, aber es ist farblich eine andere Balance so und die Farben unterscheiden sich von Etikett zu Etikett und das zentrale Motiv wechselt auch jedes Mal. Also links sehen wir halt so, es ist ein Red Ale, da haben wir gesagt, okay, ey, nehmen wir einen Sonnenuntergang oder so eine traurige Sonne, das ist halt so rote Dämmerung jetzt. Mhm. In der Mitte ist es ein Rauchbier, Ofenrohr, cool. Da haben wir halt einen Ofen genommen. Und so weiter, so zieht sich das halt durch. So. Und hier sehen wir mal das Redesign des Logos, weil die Brauerei gab es schon ewig. Das Logo existierte und wir haben halt gesagt, ey, warum sollte man jetzt irgendwie was Neues machen? Weil ihr habt die Marke quasi auch gekauft, um halt traditionell zu bleiben und lasst doch einfach bei dem Logo bleiben, nur halt einfach Redesign machen. So, und das haben wir dann halt gemacht. Richtig gut. Ich muss dir auch mal kurz vorlesen, was der Chat so schreibt. Die Kali sagt, sehr schön. Marcel sagt, ein bisschen wie alte Briefmarken. Daran erinnert ihn das. Stefanin sagt, richtig gut. Helmut sagt, Wahnsinn. Wunderbar. Kathi hat sich gerade einen Screenshot gemacht für ihre Typo-Sammlung. Und Kathi sagt, ja, wie Kupferstich, Briefmarken. Und ja. Wavy sagt, alte Werkskunstschule aus dem 20er letzten Jahrhundert. Ne? Ja. Großartig. Ich habe, aber kannst du mal eine Slide zurückgehen? Ich habe mal eine technische Frage. All diese Linien, die du da gezeichnet hast in Photoshop, arbeitest du da mit dem Vektorwerkzeug oder sind das tatsächlich, machst du es mit der Brush? Sind mit Brush gezogen. Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Vor allem diese Details und das ist ja einfach auch perfekt. Da ist kein Pixel verkehrt. Das ist einfach, das raubt mir echt den Atem, wie du das machst. Danke. Ja, also ich. Man kann ja auch so mit dem Brush gerade Linien ziehen, aber ich versuche meistens, es irgendwie Freihand zu machen, damit es halt nicht komplett gerade ist, damit es halt so eine gewisse andere Ästhetik nochmal bekommt. Ja, es hat auch noch so ein bisschen gedruckten... genau, es soll halt schon so minimal, also hier sieht man es jetzt nicht, aber viele Sachen, wo ich halt gerade Linien zeichne, das sind halt absichtlich keine geraden Linien, weil man nimmt es als gerade Linie wahr, aber es kommuniziert schon was anderes, wenn da plötzlich so ein kleiner... Also so, weil es so ein kleiner, wenn es nicht hundertprozentig gerade ist. So. Ja. Und arbeitest du da auch irgendwie mit Guides oder ziehst du dir da Linien? Oder? Ja, schon teilweise. Also nicht immer, aber teilweise. Und dass du zum Beispiel so wie bei den Sternen immer denselben Abstand zwischen den Objekten hast, das wäre ja in Illustrator so einfach. Und ich stelle mir ja, aber bei den Sternen, ich mal einen Stern
dann kopiere ich den nächsten und dann verschiebe ich den so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht alles aber komplett. Aber nur nach Augenmaß quasi? Ja, schon. Wow, okay. Ja. Und da ist die Frage von Marcel, hast du denn eine Standard-Dokumentengröße oder ist das immer unterschiedlich? Ist immer unterschiedlich. Ich versuche es immer alles so groß wie möglich zu machen. Dadurch, dass es halt irgendwie ein pixelbasierendes Format ist so und man am Ende nie so richtig weiß, was man braucht. Deswegen, ich versuche es halt immer so groß wie möglich zu machen und dann, ja. Und die Frage kam jetzt auch, wie lange sitzt du denn an solchen Etikettendesigns? Ist immer schwierig zu sagen, weil es kommt viel darauf an, wie schwierig der Kunde ist und was, also, weil eigentlich im Endeffekt das Etikett, dafür sitzt man nicht lange. Also es ist, ich würde jetzt sagen, das Konzept so drei Tage oder was, so ungefähr. Wow. Ja. Und machst du dir da vorhin eine Skizze, Praktikati? Ist das, genau, ich mache eine Skizze, nicht immer, aber ich mache meistens Skizzen in mein Skizzenbuch. Aber da erkennt man auch, also wenn ich das jemandem geben würde, der wird dann nicht viel erkennen. Das ist für mich eigentlich nur so, diese Position festzulegen, die Proportion festzulegen und die ganze Ausarbeitung kommt halt später im Programm eigentlich. Mhm. Also ich war auch nie der Mensch, der jetzt irgendwie so freie Hand ein Skizzenbuch irgendwie gut zeichnen konnte. Also ich brauche Zeit, bis ich was Sauberes zeichne. So. Und ich habe immer die Leute beneidet, die irgendwie einfach ein Skizzenbuch voll mit geilen Zeichnungen haben, weil das habe ich einfach nicht. Ich habe meistens einfach so runtergeschriebene Sachen. Mein sieht auch Wust aus, ist alles da. Gedanken, Notizen, Skizzen. Genau. Ja. Gute Sachen, schlechte Sachen. Ja. Das ist nur natürlich, hoffe ich. Ja. Helmut fragt, würdest du dich selbst als einen besonders geduldigen Menschen bezeichnen? Das sollte man meine Freunde mal fragen. Also ich glaube, teils. Ich bin eigentlich sehr geduldig, aber in manchen Sachen bin ich ziemlich ungeduldig. Okay. Das finde ich ein super cooles Etikett, was du da gerade hast. Kannst du mal kurz vorlesen, was da ringsrum geschrieben steht? Alkohol, du edler Geist, wie oft du mich zu Boden reißt, reißt du mich noch 10-mal nieder, ich stehe auf und trinke wieder. Das ist ein altdeutscher Spruch, der halt ganz gut zum Etikett gepasst hat. Das ist halt auch für diese Hensenbrauerei gewesen. Das habe ich vor kurzem gemacht. War komplett losgelöst, halt auch gedacht, also sollte nicht wirklich viel mit den Etiketten der Brauerei zu tun haben. Wir haben halt so ein paar Symbole übernommen, wie die Sterne und so. Aber hier auch ist halt so, die Inspiration ist halt viel auch so verreisen mit Band. Dadurch kam ich so ein bisschen an diese Wanderlust, sage ich mal, so, dass man halt irgendwie an anderen Kontinenten unterwegs ist und mit anderen Menschen irgendwie kommuniziert. Ich tummel mich halt oft, sage ich mal, letztens war ich halt noch in Bangkok oder wir waren auch öfter so in China, wo ich dann halt auch öfters halt auf Märkte gehe oder in so alte Apotheken und ja, halt so, so alte Produkte mir angucke und dann irgendwie mal kaufe oder abfotografiere und da gibt's halt. Hast du da gerade was da? Ja, ich habe da hinten einen im Blick. Jetzt wird's spannend. Ist jetzt nichts mega Besonderes, aber das hatte ich hier jetzt gerade rumliegen. Aber es ist. Ist das aus Bangkok? Cool. Wow. Das sind so Hustentabletten. Sind 1000 Füßler drauf? Ich glaube, da ist irgendwas von 1000 Füßler drin, aber. Oh. Aber die helfen und die schmecken auch gar nicht so scheiße. Also, die schmecken eigentlich wie so Fisherman's Friends so ein bisschen. Ihr habt's gehört, 1000 Füßler. Naja, die Gestaltung ist halt, ich weiß nicht, ob die unsere Hörer das sehen, aber es ist schon ziemlich witzig. Ja, die ist stark. Auch das Foto ist super. Ja. Da sind wir jetzt hier bei einem Etikett. Hier sehen wir nochmal als Anwendung. Das ist halt auf das war ein Schnaps, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt. So, und das war so basierend auf so einem Hopfen von denen, haben sie halt einen Schnaps gemacht. Das Ganze ist halt limitiert auf 160 Stück gewesen und ging dann in so eine Medizinflasche auch rein. Du hast das so cool gemacht, dass man da unten in die
die Nummer eintragen konnte. Genau, man nummeriert das. Also wir kommen ja selber aus der Kunst so. Ja. Ja, wir kommen ja selber auch alle so aus der Punk-Szene, also auch mein Kollege, der diese Brauerei handelt. Und da ist es halt üblich, dass man halt so auch so limitierte Platten handnummeriert. Und, Schnaps mit Auflage, finde ich gut. Genau. So, das ist dann Noahs Rückenetikett gewesen und im Rahmen dessen habe ich so ein paar Aufkleber gemacht, die irgendwie darauf basieren. Großartig, wunderbar. So, und um die Geschichte so ein bisschen weiter zu erzählen, im Endeffekt hat es angefangen, mit einem Etikett für einen Buddy zu machen, um mein Portfolio aufzubereiten, also ein bisschen größer zu machen, was mir halt geholfen hat. Und durch diese ganzen Jobs mit ihm kamen halt auch viele andere Kunden auf mich zu. Und hier ist halt zum Beispiel die schottische Brauerei Brewdog auf mich zugekommen. Für die habe ich halt so eine Special Edition Dose gemacht. Self-Assembly Pope war das. Einfach irgendwie genial. Viele einfach Sachen, genial. So die so ein Vatikan hinhaben. Das ging dann halt auf eine Dose, die limitiert war und ziemlich schnell dann auch irgendwie ausverkauft war. Wow, das ist so cool. Also ich muss schon sagen, selbst wenn ich mir das anschaue und ich habe gedacht, das ist Illustrator, war ich schon hin und weg und dachte, wow, was für eine fantastische Arbeit. Wenn ich noch daran denke, dass du das in Photoshop machst, da fehlen mir echt die Worte. Nein, ich denke umgekehrt. Ich denke, wenn das Illustrator wäre, dann wow. Oh, Photoshop, ja, das wäre normal. Nee, Wahnsinn. Es ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, so ein Lernprozess. Ich habe halt irgendwie angefangen, mir das so anzueignen und ich arbeite zum Beispiel auch gar nicht mit Masken oder sowas. Also es ist halt so Ebene für Ebene, einfach nur draufmalen. Es ist im Endeffekt wie ein Bild malen, also so auf einer Leinwand. Ja. Irre. Aber Kathi sagt, also, es ist einfach so schön. Wes Anderson hätte seine Freude damit, sagt sie. Ja. Und Dr. Jacqueline halt sagt, OMG. Ja, der Hammer, unfassbar stark, sagt Sebastian. Der Chat flippt gerade aus. Also es ist wirklich genial. Einfach krass. Das freut mich. Das freut mich sehr. Und Kathi sagt, was? Keine Masken? Ja. Keine Masken. Keine Masken. Irre. So, gehen wir weiter. Als Brewdog kamen halt auch so ein paar Subfirmen, für die ich dann auch gearbeitet habe. Das ist ein Cider-Ding aus London gewesen. Hawks heißt es. Und das ist so ein Premium-Cider jetzt hier, habe ich für die gemacht. Das Ganze wurde dann auch gold veredelt. Mhm. Und die lassen halt jedes Mal einen Cider in anderen Fässern reifen, dementsprechend haben wir genau das gleiche Konzept wie bei Hansen auch. Dann ändern sich halt so die Grundfarben so ein bisschen. Das zentrale Motiv ändert sich. Und ja, dann geht es halt weiter. Kriegst du da eigentlich auch immer eine Flasche zugeschickt bei so einem Event? Oder? Ja, meistens. Ich habe auf jeden Fall Alkohol genug zu Hause, sagen wir mal so. Ja. Das war ein Etikett, was ich gemacht habe für eine Sauerbierfirma, auch von Brewdog. Das ist nur eins aus so einer Dreierreihe gewesen. Es gab da halt so drei Schurken, die ich halt illustriert habe. So. Und das ist jetzt so das Bier gewesen, was so ein bisschen irgendwie so einen asiatischen Hintergrund hatte. Cool. Und das ist eins der neueren Sachen. Das geht halt auch auf eine Dose und kommt demnächst irgendwann raus. Stark. Ausnahmetalent, sagt Wavy. Ist das geil, sagt Jacqueline. So, und ich habe auch noch für andere Firmen im Alkoholbereich gearbeitet. Links ist so eine Craft-Bier-Nummer von Pabst Blue Ribbon gewesen. Das ist eine der größten Brauereien in den USA. Ich glaube, zweitgrößte. Und auf der rechten Seite ist ein Sixpack für Breckenridge. Die sitzen in Colorado und für die habe ich halt auch mehr gemacht. So. Eine coole Verpackung. Ist das da vor Ort? Ist das die Brauerei auf deren... Rechts ist so, naja, so ein bisschen... da fährt ein Zug lang, ne? Genau, da fährt ein Zug lang. Ich habe jetzt leider keine richtige Ansicht davon, aber das ist so ein bisschen die Countryside, mit denen wir spielen, die in Colorado ja haben, so, also viel, viel Berge und viel schöne Natur und das war so ein Vanilla Porter, wo du halt auch so, das erkennt man jetzt vielleicht nicht, aber so Vanille-Schoten rumwickeln um die Brücke. Gehen wir mal ein bisschen vom Alkohol weg. Schon sagt yummy. Packaging, bleiben wir aber, das ist halt dann auch ein Packaging-Design für eine Firma gewesen, die halt so Kaffee, Weed und Kakao machen. Das war so die Gestaltung des Grundkonzepts. Die Packungen sahen dann so aus. Super cool. Und gab noch so, so ein Nebenprodukt wie so Cold Brew und das rechte ist so die Verpackung,
wenn man halt was bestellt hat und wie kann es dann halt mit so einem Ding. Und machst du die Mockups dann auch selbst oder sind es tatsächlich Fotografien von den Produkten? Teils. Also teilweise sind es Fotografien, teilweise Mockups, weil manchmal müssen Kunden so ein bisschen an Kosten sparen. Und das Konzept steht aber und ich will das aber halt auch so zeigen, wie ich es gemeint habe. Dementsprechend nutze ich dann halt Mockups, um zu zeigen, wie es hätte sein können. Muss natürlich immer Absprache mit dem Kunden sein. Aber klar, wenn es eine kleine Firma gibt, irgendwie, die halt nicht das Geld haben, jedes Mal irgendwie das zu machen, dann verstehe ich das absolut. Aber ich will mich dann halt auch irgendwie als Illustrator nicht eingrenzen und würde gern das Nonplusultra zeigen. So. Ja. Hier sind wir bei einem Buchcover, was ich gemacht habe für Folio Society. Das war in dem Buch sind so Kurzgeschichten, Science-Fiction-Kurzgeschichten, die alle so um die so 1890, Anfang 1900 geschrieben worden sind. Also ziemlich abgefahrene Kurzgeschichten, die alle so ein bisschen so ein Flair von Metropolis haben. Und das Buchcover war super reduziert, einfach so glyphenmäßig, aber wenn man länger drauf guckt, sieht man halt irgendwie so Kleinigkeiten, die halt so im Weltall eventuell passieren könnten, also so Rakete oder irgendwie so ein Auge mit Planeten und das Ganze wurde dann halt Gold und Silber veredelt und hat dann auch einen British Best Books Award gewonnen. Wow, cool. Hier sehen wir frontal die Illustration mal. Ist auch schön mit der Schrift. Wow. Und das ist, was im Inneren passiert. Also das ist der Aufmacher des Buchs. Das ist, meine Idee war halt, dass der Leser sich halt in eine entfernte Welt begibt und halt irgendwo so einen Androiden trifft, der quasi die Geschichten ausspielt. Und jedes Zeichen, was man unten sieht, steht halt für eine Kurzgeschichte im Buch. Und jedes Mal, wenn eine neue Kurzgeschichte anfängt, kommt halt dieses Symbol. Und links und rechts noch weitere Illustrationen, die im Buch drin sind. Fantastisch. Geil, sagt Fritz. Und das Ganze basiert auch auf einer Arbeit, die ich gemacht habe. Das war meine Abschlussarbeit für die FH Düsseldorf. Das ist mein Portfolio gewesen und das Cover dafür. Und mein Portfolio war als gebundenes Buch innen drin. Und das war so quasi der Deckel, weil ich halt viel, ich habe das so ein bisschen interpretiert, Reisen ist halt meine Illustration viel, weil ich halt in der Zeit viel auf Tour war. Das ist halt so eine Art Landkarte gewesen. Also man sieht halt oben Nord, Süd, West, Ost. Abstrahierte Bäume und das Ganze kam halt, das zeigt halt auch wieder, dass Behance halt ein wichtiges Format ist für freischaffende Designer. Das wurde auch damals gut angenommen und darüber kam dann halt auch der Job halt. Und die meinten halt, hast du das für was Kommerzielles genutzt? Ich so, nee, nichts Kommerzielles. Ich habe es einfach für mein Portfolio und Verpackungen genutzt. Dementsprechend können wir uns sehr nah daran orientieren und das halt so einfach ein bisschen uminterpretieren in Science Fiction. Dann hat es halt einfach gut gepasst. So. Hier kam auch gerade die Frage, ob du in Photoshop schon mal gesprengt hast, weil deine Dateien zu groß waren. Meinen alten Rechner, ja. Aber ich habe jetzt einen neueren Decker, der kommt damit klar. So. Noch, toll, toll, toll. Muse, ist das? Oh, jetzt hat sich der Florian aufgehängt. Florian, komm zurück, wir sind noch nicht fertig mit dir. Hallo. Ja, hallo? Ja. Ja, jetzt. Oh, okay. Ah, wunderbar. Gott sei Dank. Ja, auf der linken Seite für Penguin Modern Classic, das ist auch für Wladimir Sorokin, ist so ein Autor gewesen, der aus Russland kommt und auch Fantasy-Geschichten schreibt, so ein bisschen, die aber also alle so einen sozialkritischen Unterton haben. Und das basiert halt auch, das findet in Russland statt und basiert auch so ein bisschen auf so Propaganda-Poster-Optik. Und auf der linken, auf der rechten Seite ist ein Cover von Muse von Brittany Cavallaro. Und das kommt auch demnächst irgendwann raus. Das ist auch eine Science-Fiction-Geschichte. Fantastisch. Und für dich persönlich, was macht dir am meisten Spaß? Plattencover, Bier oder Bücher? Alles Mögliche. Ich merke nur, dass ich
irgendwann keinen Spaß mehr daran habe, wenn zu viel von einer Sache kommt. Also wenn ich jetzt irgendwie acht Wochen lang nur Bieretiketten illustrieren muss, dann macht es keinen Spaß mehr. Also wenn ich acht Wochen lang nur für Zeitungen arbeiten muss, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Und wenn, wenn man halt die Abwechslung hat, dann, dann macht es halt einfach Spaß. So, für mich ist es einfach irgendwie, ich mag das irgendwie, Objekte zu gestalten, die in den Alltag von Leuten reinkommen. Also so Bierflaschen oder Bücher oder was weiß ich. So, so gehen wir mal in Richtung Muster. Muster ist auch irgendwas, was mich immer inspiriert hat. Also ich bin der Typ, der auch immer Fotos von Fliesenboden macht, egal wo ich bin. Oder guck mir halt meine Umgebung an. Wie sehen alte Tapetenmuster aus und versuche das nochmal neu zu interpretieren. Das war eine Arbeit für Bobby Brown, Make-up-Firma. Zum Beispiel, das war im Rahmen des Reeperbahn-Festivals für eine Buchagentur Landstreicher, die auch so KIZ und Deichkind buchen. War es halt so ein Partyflyer, so ein bisschen. Also es wurde halt für alles weitere benutzt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, die wollten auch Hawaii-Hände rausmachen. Das ist cool mit dem Neon-Schild da drinnen. Genau, es ist halt der Kontrast zwischen Hawaii-Hemd, aber auch vektorisches Hamburg und dann hast du so ein bisschen Reeperbahn-Style drin und aber ein bisschen Anstreicher. Und wie machst du denn die Pattern in Photoshop? Ich illustriere halt eine Kachel und dann kann man das einfach aneinander setzen. Also man spiegelt es halt die ganze Zeit oder... Da solltest du vielleicht mal einen Blick werfen in das neue Plugin. Tim, hilf mir. Textile Designer? Texture Designer? Ich glaube, es war... Habe ich, glaube ich, schon gehört. Das wird dir bestimmt gefallen. Ja, check ich mal aus. Ja. Christine sagt, da bekommt man ja komplexe deine Arbeiten. Das sind ja einfach zu beeindruckend. Ah, ja, das habe ich auch, wenn ich mir die Portfolios von anderen Leuten angucke. Dann habe ich, ich bin der schlechteste Illustrator. Nee, das bist du bestimmt nicht. Da musst du mal ein Update da durchführen. Das bist du nicht. Ja. Natürlich nicht, aber ich will nur sagen, dass es völlig normal ist, dass wenn man irgendwie... dass ein Außenstehender jetzt die Arbeiten sieht und das halt einfach begeisternd findet und aber auch das Gleiche habe ich halt auch, wenn ich mir Sachen von anderen Leuten angucke. Dann denke ich mir, oh Gott, wo soll ich denn anfangen? Kann ich verstehen. Fritz sagt, die Bücher, die man nicht in den Bücherschrank stellen möchte, weil man dann die Cover nicht mehr sieht, ja genau. Das ist auch so ein bisschen der Gedanke für so Plattencover, wo ich halt auch immer sage, Plattencover ist immer noch ein wichtiges Medium für mich, weil also in der heutigen Zeit wo alle Leute Spotify hören. Ich meine, wenn dein Lieblingskünstler ein cooles Plattencover hat, dann holst du vielleicht auch die Platte, um dir die halt einfach hinzustellen. Ich meine, sind wir ehrlich, wir hören fast alle Spotify. Ja. So. Aber wenn es halt auch ein schönes Objekt ist, um das irgendwo hinzustellen, dann ist es halt nochmal so ein Kaufargument mehr. So. Das analog zu hören ist auch nochmal was anderes, finde ich. Ja, voll, auf jeden Fall. Aber ich meine, wir kennen alle unseren Alltag und dann halt wirklich alle 20 Minuten zum Plattenspieler zu laufen, wieder zu drehen. Das machen wir vielleicht mal an einem Sonntag, aber wahrscheinlich nicht jeden Tag. Und ich bin großer Fan, ein physisches Album in der Hand zu haben, weil ich finde, zum Album gehört halt mehr, als es halt einfach auf Spotify durchzurocken, sondern irgendwie dieser Prozess, sich irgendwie hinzusetzen, sich mit dem Artwork zu beschäftigen, sich die Texte durchzulesen. Ist halt einfach irgendwie viel mehr wert. Und, Mindful Listening, genau. Ja. So, gehen wir zurück zu Pattern. Also das ist ein freies Pattern, was ich mache. Ich mache immer wieder zwischendurch, wenn ich so ein bisschen Freilauf habe, mache ich einfach so freie Illustrationen. Und das war irgendwie so im Rahmen, ja, da habe ich mal Mexiko, mache ich mal ein Mexiko-Cover. Und das ist halt auch ein freies Pattern gewesen. Wow. Indische Vibes laufen lassen. Cool, die Fledermaus. Sehr cool. Ja. Kam gerade die Frage, ob du deine Ebenen benennst. Nee, auf keinen Fall. Am Ende, ich sage immer am Ende, wenn ich eine offene Datei an den Kunden abgeben musste, das passiert halt manchmal, dann muss man aber auch ein bisschen Budget draufschlagen, dann räume ich natürlich alles auf. So, ich gebe dir jetzt keine Datei, wo so 5000 Ebenen drin sind. Aber am Ende benenne ich sie, wenn ich es abgeben muss, aber eigentlich nicht. Hier haben wir also so ein Jagdpattern, das ist so ein bisschen so die Natur von meinem Zuhause, wo ich aufgewachsen bin, so ein bisschen widerspiegelt. Cool.
Das ist auch ein freies Projekt, ja, das ist dann für das dich. Das ist auch eine freie Illustration gewesen, ja. Was steht da auf dem Schild? Wegberg. Wegberg, das ist mein Heimatstadt. Mhm. Dann ist das noch so über so Kleinigkeiten, so Plosterzahl eingebracht und so Windmühlen, in der Nähe nach Holland, so. Ja, so kleine Hints. So, und hier sind wir auch so, das ist ein altes Projekt von mir, aber es war auch so ein bisschen so ein Herzensprojekt, weil ich habe früher halt Basketballkarten gesammelt und war aber auch so mega großer Super Nintendo-Fan von Street Fighter oder sowas. Mhm. Und ich fand es immer geil, wie die Charaktere bei Street Fighter so dargestellt werden und so präsentiert werden in ihrer eigenen Welt. Und Basketballkarten habe ich auch gesammelt und da habe ich mir damals irgendwie das neue Vakuum gekauft, also dieses Vakuum Cintiq. Und habe halt angefangen, digital zu arbeiten, weil vorher habe ich alles analog gemacht. Und das war so das erste Projekt, wo ich mir dachte, okay, ich mache jetzt einfach so ein Projekt, um mir das halt beizubringen. Und das ist halt in so Basketballkarten geendet. Und das habe ich eigentlich nur für mich gemacht. Und es hat auch so dafür angefangen, habe dann irgendwann hochgeladen und hatte dann irgendwann witzigerweise eine E-Mail von der offiziellen NBA. Wow. Mit Jobanfrage, ob ich nicht irgendwie ein paar Basketballkarten für kanadische Spieler machen könnte. Super, was? So, und jetzt kommen wir mal ein bisschen, also so schließe ich so langsam so ein bisschen den Kreis. Ich spiele immer noch in meiner Band, die ich halt 2002 gegründet habe. Und das ist so das Cover der aktuellsten Platte. Oh, das ist wir waren damals, wie eben schon gesagt, viel in Asien unterwegs, also China. Ich war auch noch persönlich in Japan zu der Zeit. Südostasien und wir haben das komplette Album halt, zumindest das Konzept zu dem Album in der Zeit geschrieben. Ich habe die meisten Texte in der Zeit geschrieben, dementsprechend hat das alles so einen asiatischen Vibe. So. Und es sind halt viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Tiger geht halt über einen Fluss und guckt nach hinten. Das ist so Worlds Unknown, das heißt so, also das Album heißt Worlds Unknown, das symbolisiert so ein bisschen der Tiger, das Tier überschreitet halt Grenzen und guckt nach hinten in die Vergangenheit, hat halt 12 Waffen in sich stecken und jede Waffe steht halt für einen Song, der auf der Platte ist. Oh, großartig. Und das ganze Innenleben ist dann halt, auf der rechten Seite sieht man halt, wie die Platte so ein bisschen rausgeholt wird. Die ist geschützt von einem Papiersleeve, was halt mit so einem Keulkarpfen-Pattern belegt ist. Hier sehen wir das Backcover, was ein bisschen reduzierter ist, so, dann aber halt so mit einer geballten Schlange. Und hier sehen wir das Poster zur Release-Tour damals. Und das Witzige war, dazu gab es dann halt, wir haben halt einen Pre-Order gemacht mit Siebdruck und dazu haben wir halt eigene Glückskeks gemacht. Mit Textzeilen von uns drin und die natürlich keine Glückstexte waren, weil die Texte alle relativ düster sind, so, aber ja, das kam auch wieder gut an. Coole Idee, großartig. Und jetzt kommen wir mal zu meinem letzten Projekt. Also wie eben schon gesagt, ich mache halt immer regelmäßig freie Arbeiten, um halt einfach, ich finde es einfach wichtig, wenn man gerade keinen Job hat, dass man halt immer irgendwie einen gewissen Rhythmus bleibt. So. Und das ist eine Serie, ich tease das jetzt alles nur an, also wer mal auf meine Homepage geht, da ist auf jeden Fall alles sehr detailliert nochmal gezeigt. So. Ich habe halt so eine Art Reisebuch gemacht, schon seit Jahren und habe da ein paar Projekte, die auf diesen Namen basieren und verarbeite halt einfach Sachen, die ich sehe, einfach visuell, weil ich halt nicht wirklich gut schreiben kann. Und das sind halt so Sheets, die quasi dann in so Sachen geendet sind, so, wo alles so Form auf Form basierend ist. Das war früher auch, als Kind habe ich halt immer so Sticker-Alben gesammelt und habe halt auch immer schon geguckt, dass der Sticker zu dem Links daneben passt und auch die Form dann immer passt. Und das ist halt auch so das große Spiel da irgendwie mit so. Und jetzt in der Corona-Zeit habe ich dann angefangen, halt auch genau die Sachen dann so ein bisschen auch irgendwie analog zu malen, was auch ganz gut geklappt hat. Und da werde ich auf jeden Fall auch am Ball bleiben und das dann so ein bisschen weitermachen. Weil wie gesagt, ich mache super viel digital mittlerweile und ich fand halt einfach diesen Schritt jetzt rück zum Analogen, hätte ich mir ehrlich gesagt nicht zugetraut. Und es war halt eine ziemlich große Befreiung, als ich dann gemerkt habe, okay,
Das geht. Das sieht dann anders aus, aber es ist. Aber es ist wie Fahrradfahren. Ja, auf jeden Fall. Super, naja, cool. Wir danken dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Der Thomas also, sagt, falls es noch Fragen gibt. Ja, Florian muss einfach wiederkommen, um wenigstens im Ansatz zu zeigen, wie er arbeitet. Ja, also das war auch so ein bisschen ein Ausschnitt. Also wer mal auf meine Homepage geht, florianschommer.com, der sieht halt alles in Details aufgebrochen. Und ich habe auch auf jeden Fall noch einen Haufen neuere Sachen, die ich aber nicht zeigen kann, weil halt viele Sachen einfach noch nicht veröffentlicht sind. So. Mhm. Und ja, da kommt auf jeden Fall in Zukunft noch eine Menge. Christine sagt, ich muss wieder an die Arbeit, ich bin restlos beeindruckt. Das freut mich. Ich bin auch öfters auf Konferenzen wie es oft in Barcelona oder sowas. Und bin immer dankbar dafür, wenn Leute so ein bisschen erzählen, wie woher sie kommen und was ihr Antrieb ist. Und weil es für mich halt auch ein Input ist. Also es ist jetzt nicht darum, zeigen, wer irgendwie der beste Grafikdesigner ist oder der beste Illustrator, sondern einfach von anderen Menschen zu lernen und einfach vielleicht ein Stück weit was irgendwie mitzunehmen. So, das ist fantastisch, genau. Das sieht, hat man auch einfach richtig gut gesehen bei dir, wie das alles zusammenpasst. Und das erklärt auch deinen Stil und es war wirklich inspirierend und faszinierend. Das fand ich ein wunderbares Format, was du dir da ausgesucht hast. Das freut mich sehr. Wir kommen ein unglaublich gut Danke noch aus dem Chat. Danke, das war großartig. Wir möchten dich alle unbedingt wiedersehen. Also wenn du doch Lust und Zeit hast, wir würden uns alle mordsmäßig freuen. Alle sind baff und dazzled, sehr sympathisch, sagt Pia. Vielen Dank für den Einblick und unbedingt zweite Runde von Florian, sagt der Michael. Marcel sagt vielen Dank. Also ich kann mich dem nur anschließen. Es war wirklich großartig. Ich habe zu danken. Danke an alle Leute, die zugehört haben. Vielen Dank, dass ich das machen durfte. Danke, dass du morgen ist Bene Ruhlmann dran, glaube ich. Richtig, du sagst es. Ja. Für euch morgen. Auch sehr guter Illustrator aus Berlin. Kennt ihr euch? Wir kennen uns nicht nur über Instagram, aber okay. Ich verfolge seine Arbeiten schon länger und wir schreiben öfters mal, aber haben es noch nie auf dem Bier geschafft. Deswegen auf jeden Fall zu gucken. Cool. Vielleicht sehen wir dich ja dann noch morgen hier im Chat. Ja. Vielleicht. Super cool. Genau, da fällt mir gerade noch ein, Florian, wir haben einen Discord-Channel. Wenn du möchtest, kannst du dich uns da gerne anschließen und im Gespräch bleiben. Wir würden dir da eine Gastrolle geben und dann kannst du gerne uns up-to-date halten, was du so machst über deine Projekte oder vielleicht auch mal die eine oder andere Frage beantworten. Das wäre super cool. Wie du schon gesagt hast, morgen ist Bene Ruhlmann hier mit der Melanie. Es geht auch um Illustrationen um 11. Und wenn ihr Lust habt, nachher um 13 Uhr im UK-Stream ist Tony Hammer. Es gibt heute die Tony Hammer-Show, weil am Freitag kein Stream ist. In diesem Sinne, nochmal vielen, vielen Dank, Florian. Das war großartig. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.